Ich möchte noch einige Dinge sagen zu der Beschaltung von Treibern am Ausgang, insbesondere wie wir an dieser Stelle unterschiedliche Ein- und Ausschaltzeiten realisieren können. Wir hatten einen Treiber schon gesehen, diesen MCP 1407 als Beispiel. Dort hatten wir in dem Treiber, wenn wir es kurz nochmal aufmalen, dort hatten wir diesen Treiber und einen Ausgang mit einem P-Kanal und einem N-Kanal-MOSFET in einer Konfiguration, dass hier bei diesem Inverter sozusagen zwei Ausgänge waren. Das heißt, wir hatten hier an der Stelle einerseits den P-Kanal-MOSFET, der auf die positive Versorgungsspannung schalten kann, und den N-Kanal-MOSFET, der jetzt hier auf die Masse durchschalten kann. Und dort hatten wir gesehen, okay, dort können wir einfach zwei Widerstände reinmachen, die jetzt auf das Gate unseres Leistungsschalters gehen. Wir haben hier ein IGBT, wir hatten da, glaube ich, ein MOSFET, das spielt aber keine Rolle. Das heißt, wir haben zwei unterschiedliche Widerstände, RG ein und RG aus, und konnten hier unterschiedliche Schaltzeiten einstellen. Das heißt, tatsächlich fürs Laden ist an dieser Stelle entscheidend der Widerstand RG ein. Das heißt, RG ein bestimmt das Einschalten. Ein Ladestrom fließt nämlich über den oberen MOSFET und diesen Widerstand RG1 dann in diese Eingangskapazität hier rein. Das ist der Weg, den sozusagen der Ladestrom nimmt, wenn wir das so wollen, beim Einschalten. Beim Ausschalten hingegen bestimmt der Widerstand RG aus das Verhalten. Und so ist es hier möglich, dass wir tatsächlich unterschiedliche Schaltzeiten realisieren können. Das heißt, hier beim Ausschalten würde jetzt der Entladestrom über diesen unteren Widerstand fließen und dann über den Endkanal nach Masse. Und wir können hier in Anführungszeichen unterschiedliche RC-Zeitkonstanten einstellen. Tatsächlich ist natürlich dieser Ladevorgang etwas komplizierter, aber wir sind in der Lage, die Schaltzeiten unabhängig voneinander anzupassen. Das ist manchmal interessant, weil manchmal werden zum Beispiel in Halbbrückenschaltungen an dieser Stelle schnell ausschalten und langsamer einschalten. Was macht man? Man wählt halt einen Widerstand RG aus, der deutlich kleiner ist, wobei man dann noch gucken muss, es sind andere Spannungen, die dann eine Rolle spielen bei diesem Umschalten. Was macht man jetzt, wenn wir einen Treiber haben, der an dieser Stelle nicht diese Konfiguration hat? Dann kann man das trotzdem machen. Das heißt, wir betrachten jetzt hier mal einen anderen Treiber an dieser Stelle. Der hätte jetzt bloß so eine direkte Push-Pull-Stufe. Das heißt, tatsächlich hier können wir tatsächlich zwar auch wieder einzeichnen, diesen Inverter, aber die seien jetzt intern miteinander verbunden. Das heißt, hier nur ein Ausgang raus an dieser Stelle, ansonsten die gleiche Konfiguration. Hier irgendwie noch Treiber, wie auch immer, vom Eingangssignal, das wäre jetzt dieser Treiber. Was machen wir dann, wenn wir das hier einstellen wollen? Dann entkoppelt man meistens hier das Gate über zwei Dioden und stellt zwei unterschiedliche Pfade zum Laden und zum Entladen zur Verfügung. Das heißt, tatsächlich könnten wir hier zwei Dioden reinmachen, nennen wir die D1 und D2. Und dann haben wir hier unten den Widerstand RG ein, hier oben den Widerstand RG aus, weil tatsächlich an dieser Stelle, wenn wir es wieder vergleichen mit hier oben, einschalten, wird jetzt über diesen oberen MOSFET passieren. Dann kann aber nur diese untere Diode in Flussrichtung gepolt sein. Nur diese lässt den Strom IG in diese Richtung durch. Das heißt, wenn hier hinten unser Leistungshalbleiter angeschlossen ist, zum Beispiel ein MOSFET in diesem Fall, hier auf Masse, und wir diese Eingangskapazität laden, dann kann hier nur über diesen Pfad, über den unteren Widerstand, der Strom fließen. Das heißt, hier bestimmt dann, wie hier oben, RG ein, das Einschalten, und umgekehrt zum Entladen. Da ist das MOSFET-Gate bereits auf eine hohe Spannung aufgeladen. Dieser Transistor zieht nach Masse runter. Immer bloß hier einer eingeschaltet an dieser Stelle. Das heißt, wir kriegen diesen Gate-Strom, der hier reinfließt, und nur die Diode D1 lässt in dieser Richtung einen Strom passieren. Das heißt, dann schalten wir hier auch über RG aus, über diesen oberen Widerstand aus. Das heißt, auch hier ist das Gleiche möglich. Man kann jetzt D1 oder D2 weglassen. Das heißt, oftmals will ich ja unterschiedliche Schaltzeiten haben, und manchmal kann man dann eine dieser beiden Dioden weglassen, und zwar sozusagen die in dem Pfad, wo wir den größeren Widerstandswert letztlich haben wollen. Dann ist sozusagen der eine Widerstand in beiden Fällen wirksam, also im Sinne einer Parallelschaltung für eine Polung der Spannung, und im anderen Fall ist nur ein Widerstand
an dieser Stelle da. Da gibt es ein Beispiel, das wir uns anschauen wollen. Das ist so eine typische Konfiguration bei einem Halbbrückentreiber. Und zwar der Fall, wenn wir in Anführungszeichen schnell ausschalten wollen und langsam ein. Warum schnell aus und langsam ein? Wir hatten gesagt, hier an der Stelle, wir müssen verhindern, dass wir hier einen Brückenkurzschluss kriegen. Und eine Art, das an dieser Stelle zu verhindern, ist, wenn wir hier oben den High-Side-Pfad haben, dort unten den Low-Side-Treiber jeweils, ist, dass wir sagen, okay, wir schalten schneller einen Transistor aus, bevor der andere einschaltet. Was machen wir dann? Wir haben zunächst mal den normalen Gate-Widerstand. Und dann haben wir hier einen zweiten Pfad mit einer Diode an dieser Stelle in dieser Richtung gepolt, dass die Kathode am Treiber ist und die Anode in Richtung des MOSFET-Gates zeigt. Und dann wird es so sein, zum Ausschalten, wenn jetzt hier zwischen Gate und Source das höhere Potenzial anliegt, wird jetzt effektiv dieser zweite, dieser obere Widerstand parallel zu dem unteren liegen. Das heißt, hier beim Ausschalten habe ich einen effektiven Gate-Widerstand ungefähr 1 parallel A2. Beim Einschalten wirkt hingegen nur der untere Widerstand, weil dann diese obere Diode keinen Strom fließen lässt. Und dann haben wir hier sozusagen auch zwei unterschiedliche Pfade. Und wenn man das jetzt in beiden Treiberteilschaltungen macht und beiden Treiberkanälen, dann kann ich hier an der Stelle realisieren, dass wir in dieser Halbbrücke den jeweiligen Transistor, der ausgeschaltet wird, gegebenenfalls schneller ausschalten als den, den wir einschalten wollen. Jetzt noch ein paar Anmerkungen zu Schutzbeschaltung. Das heißt, tatsächlich ist unsere Gate-Ansteuerung jetzt vielleicht noch nicht vollständig. Wir schauen uns das nochmal an. Ich mache nochmal hier so einen Treiber angedeutet und wir nehmen jetzt hier mal als Beispiel ein IGBT. Und dann könnte man jetzt sagen, okay, tatsächlich habe ich jetzt hier den Gate-Widerstand oder wie vorher eine Kombination aus mehreren Gate-Widerständen. Und dann würde man hier manchmal noch andere Komponenten hinzumachen, um an dieser Stelle sichere Betriebszustände erreichen. Zum Beispiel einerseits könnte man hier so einen Pull-Down-Widerstand ranmachen. Jetzt nehmen wir an, hier das Treiberpotenzial geht hier rüber und man hat hier sozusagen einen Widerstand zwischen Gate und Emitter. Typischerweise so Größenordnung hier RGE, ja, was ist in dem Bereich vielleicht 10 Kiloohm bis 50 Kiloohm in dieser Größenordnung. Was soll der machen? Der soll das Gate sicher entladen, wenn an dieser Stelle der Treiber kein vernünftiges Ausgangssignal liefert. Das heißt, wenn hier die Ausgangsspannung des Treibers sichere Entladung, falls das Treibersignal zum Beispiel hochohmig wird oder so, dass hier nicht aus Versehen eine Restladung auf dem Gate bleibt und der Transistor an ist. Und eine zweite Schutzmaßnahme ist dann manchmal noch, dass man hier so anti-serielle Z-Dioden einbaut. Das heißt, ich kann hier zwei so Z-Dioden einbauen an dieser Stelle. Und diese begrenzen dann hier die Spannung am Gate gegen kurzzeitige Überspannungsspitzen. Das heißt, tatsächlich wird man die jetzt so wählen, dass die eine Durchbruchspannung haben, zum Beispiel eine Z-Spannung von 15 Volt. Und dann kriegen wir hier plus minus 15,7 Volt, was die Spannung UGE hier maximal annehmen kann. Und das Gate-Oxid bei diesem IGBT wird nicht zerstört werden. Gleiches kann man natürlich bei MOSFETs machen. Das heißt, das hier wären nochmal zusätzliche Elemente, die jetzt nicht direkt den Treiber beeinflussen oder den Ladevorgang, aber nützlich sein können, um die Bauelemente zu schützen.